Hey Leute und herzlich willkommen zu Anzu Monogatari. Ich bin Anne und das hier ist mein Storytime-Format. Die letzte Folge Anzu Monogatari ist noch gar nicht so lange her, aber es gibt auch noch genug Geschichten aus Japan, die ich gern mit euch teilen würde, was ich bisher noch nicht getan habe. Und deswegen gibt's heute direkt die nächste Folge. In der letzten Folge habt ihr abgestimmt und das Thema für die heutige Folge lautet, wie mein Handy-Akku mitten in Tokio ausging. In dieser Geschichte geht es um mich, mein geliebtes iPhone 5S und um Ginza. Wer schon etwas länger unter meinen Abonnenten weilt oder aber auch wer die Videos aus meinem Auslandssemester verfolgt hat, der kennt wahrscheinlich mein letztes Q&A-Video aus meinem Auslandsjahr, was auch insgesamt mein letztes Video aus Japan war. Und der kann sich vielleicht daran erinnern, dass ich das Ganze einmal kurz erwähnt habe. Jetzt beantworte ich die nächsten beiden Fragen, wobei sich gerade mein iPhone auf wundersame Weise verabschiedet hat und ich jetzt nicht weiß, ob ich die Fragen gerade den richtigen Leuten zuordne. Ich habe mir mal so ein bisschen Notizen gemacht. Als ich dieses Video gedreht habe, war ich vier Tage lang, die letzten vier Tage, bevor ich wieder nach Deutschland gereist bin, in Tokio unterwegs, habe nochmal Orte angeschaut, die ich unbedingt nochmal sehen wollte oder Orte besucht, an denen ich bis dahin noch nicht gewesen bin und habe währenddessen an verschiedenen Orten Fragen beantwortet, die mir verschiedene Zuschauer gestellt haben. An dem spezifischen Tag war ich in Ginza unterwegs. Ich wollte in Ginza vor allen Dingen in den Hamadikyu-Garten gehen und aber auch einen Teeladen finden, denn ich wollte dort Tee kaufen, den ich meiner Familie als Omiyage mitbringe. Als ich dann aber im Hamadikyu-Garten war, übrigens ein super schöner Garten, ich kann euch diesen Garten nur empfehlen, der kostet zwar ein bisschen Eintritt, aber es ist wirklich so wunderschön dort. Auf jeden Fall, als ich in diesem Garten war, wollte ich gerade die nächste Aufnahme drehen, um die nächste Frage zu beantworten. Und plötzlich ging mein Handy einfach aus. Und das, obwohl es 80% Akku hatte. Auf jeden Fall stand ich da in diesem Garten und dachte mir erstmal so, na gut, okay, kümmere ich mich gleich drum. Ich nehme jetzt erstmal diese Videoaufnahme auf. Zum Glück hatte ich mir zu den Fragen Notizen gemacht und konnte dann die Videoaufnahme erstmal trotzdem machen. Das war soweit gar kein Problem. Dann habe ich aber hinterher versucht, mein Handy irgendwie wieder anzukriegen, weil ich dachte mir, hey, 80% Akku, das kann jetzt nicht einfach aus sein und leer sein. Das Seltsame war, dass mein Handy aber auch immer heißer und heißer wurde. Also es war nicht wirklich aus, es war aber auch nicht an. Es wurde einfach nur ziemlich heiß. Tja, und dann hatte ich genau zwei Möglichkeiten. Entweder wäre ich zurück in meine Unterkunft gefahren, hätte versucht, mein Handy an den Strom anzuschließen und gehofft, dass es dann wieder angeht. Oder ich hätte in Ginza bleiben können und versuchen können, diesen Teeladen zu finden, den ich unbedingt suchen wollte. Und dann versuche irgendwie den Weg nach Hause zu finden. Zu dem Zeitpunkt war ich mir meiner Orientierung in Tokio so sicher, dass ich mich dafür entschieden habe, weiter in Ginza rumzulaufen und versuchte, diesen Teeladen zu finden. Ich konnte mich noch so grob erinnern, wo ich den Teeladen auf der Karte gesehen hatte oder gemeint hatte zu sehen und dachte, okay, das kriege ich irgendwo hin, denn in Tokio gibt es überall so Karten, wo man eben sieht, wo bin ich, was ist hier so in der Umgebung und ich habe gedacht, hey, das kriege ich schon irgendwie hin. Nun muss man dazu sagen, dass Ginza ein Viertel ist, in dem man den amerikanischen Einfluss in Tokio schon sehr merkt. Also in Ginza sind alle Straßen gerade und rechtwinklig und alle Straßen sehen ziemlich ähnlich aus. Es gibt so eine große Hauptstraße, in der haben dann alle möglichen Marken und Unternehmen ihre Flaggschiff-Stores in Japan. Aber es gibt auch viele Seitenstraßen, die einen eher japanischeren Touch haben, wie ich dann an diesem Tag herausfinden durfte, die aber sich auch ziemlich ähnlich sehen dann wieder. Ich hatte dann also die große Hauptstraße als Orientierung und meine Erinnerung daran, wo dieser Teeladen sein sollte, um diesen Teeladen zu finden. Jedoch streifte ich irgendwie mehrmals durch die gleichen Straßen, um dann irgendwann zu sagen, okay, wahrscheinlich ist meine Erinnerung nicht so richtig, gucke ich mal noch ein paar andere Straßen. Schlussendlich habe ich aber nach so, ich glaube, 2 Stunden oder so irgendwann aufgegeben und gesagt, okay, das bringt alles nichts. Ich glaube, den Laden, den ich suche, finde ich nicht. Mein Handy wurde währenddessen immer heißer und heißer und deswegen entschied ich mich dann auch zu sagen, okay, das reicht jetzt. Ich suche jetzt eine U-Bahn oder eine Bahnstation allgemein und versuche irgendwie in meine Unterkunft zurückzufinden.
Dadurch bin ich dann irgendwann an einer recht großen Kreuzung gelandet und an dieser Kreuzung gab es so ein kleines Polizeihäuschen. Ich weiß nicht, ob ihr so Polizeihäuschen in Japan kennt. Das sind immer so kleine Buden. Ganz oft gibt es halt an so größeren Kreuzungen oder auch manchmal ein bisschen versteckter. Da passen gefühlt nur 2, 3 Leute rein. Und an dieser Kreuzung gab es eben genauso ein kleines Häuschen. Und davor war eine Säule und an dieser Säule gab es halt auch noch meine Karte. Ich stand dann dort nochmal und habe auf diese Karte geschaut und noch so die letzte Hoffnung gehabt, vielleicht finde ich diesen Teeladen ja jetzt doch noch. Natürlich war jetzt auf dieser Karte nicht wundersamerweise auf einmal dieser Teeladen eingezeichnet, leider. Und dann kam der Polizist auf mich zu. In meiner Erinnerung hat er mich auf Japanisch angesprochen, da bin ich mir aber nicht mehr 100% sicher. Auf jeden Fall hat er mich gefragt, ob er mir irgendwie helfen kann. Und ich habe dann versucht, ihm zu erklären, dass mein Handy ausgegangen ist, ich eigentlich aber einen Teeladen suche und ob er diesen Teeladen nicht kennt. Er meinte aber, er könnte mir bei dem Teeladen nicht weiterhelfen und ich könnte doch in jeden x-beliebigen anderen Teeladen gehen. Der Ansicht war ich in dem Moment nicht so. Aber auf jeden Fall meinte er dann zu mir, ja, aber was dein Handy angeht, da hinten gibt es einen Apple Store, vielleicht können die dir helfen. Und ich dachte mir so, stimmt ja, ich bin in Ginza, wo jedes internationale Unternehmen seinen Flaggschiff-Store in Japan hat. Warum habe ich nicht daran gedacht, dass es dort auch einen Apple Store gibt? Ja gut, gesagt, getan. Ich habe mich dann 1000-mal bei ihm bedankt. Ich bin auch direkt zu dem Apple Store hingegangen und dort kam ich dann rein und wurde direkt auf Englisch angesprochen von den Mitarbeitern, ob er mir helfen könnte. Und ich habe ihm die ganze Situation erklärt. Er meinte dann schon so, okay, kein Stress, das kriegen wir irgendwie hin. Und hat das Handy dann an ein Ladegerät angeschlossen. Es ging nicht an. Und ich dachte mir schon so, boah, scheiße. Er hat mich dann gefragt, wann ich das letzte Backup gemacht habe. Das ist echt lange her. Das ist eigentlich immer ziemlich lange her bei mir. Auch jetzt aktuell würde ich euch nicht sagen können, wann ich das letzte Backup von meinem iPhone gemacht habe. Er meinte, das ist nicht so gut. Ich meinte, ich weiß. Und dann hat er mich gefragt, ob ich aber das Risiko eingehen möchte, dass er jetzt eine Art kleinen Reset macht und dann das Handy aber möglicherweise wieder aufstartet. Ich habe zu ihm gesagt, ja gut, mach halt, was bleibt mir anderes übrig. Ja, er hat das Ganze dann gemacht, hat eine bestimmte Tastenkombination gedrückt und das Handy ging einfach wieder an. Es hatte dann 60% Akku, das heißt, das ganze heißer werden und sich aufhitzen hat dem Handy 20% Akku gekostet. Was genau das Problem war, konnte er mir aber auch nicht sagen. Ja, seitdem ist das Ganze aber nie wieder aufgetreten, von daher bleibt es ein Mysterium, was an diesem Tag los war. Ich habe dann im Nachhinein mit Maps noch ganz einfach den Teeladen finden können. Er war natürlich komplett woanders, wo ich ihn in Erinnerung hatte. Und vor allen Dingen war er in einem Gebäude, wo der Eingang unter so einer Brücke, also nicht unter der Brücke, aber es war so eine Gebäudebrücke. Und unter dieser Gebäudebrücke war dieser Eingang und dann war er im Untergeschoss. Ja, das hätte ich nicht gefunden ohne Maps. Deswegen war ich ganz froh, dass das Ganze ganz glücklich ausgegangen ist. Von daher, man ist ohne Handy in Tokio nicht komplett verloren. Vielleicht sollte man das Ganze auch einmal öfter machen. Und jetzt gibt es die große Abstimmung für die nächste Folge. Thema Nummer 1. Wie wir Göttergaben an einem Tempel geschenkt bekommen haben. Thema Nummer 2. Wie ich ein neues Objektiv für meine Kamera gratis bekommen habe. Die Abstimmung findet ihr wie immer da oben. Und hier kommt ihr jetzt zu 2 weiteren Videos. Hier oben zur letzten Folge und hier unten zur ganzen Playlist. Oder sobald es die nächste Folge gibt, kommt ihr hier zur nächsten Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und vor allen Dingen eure Zeit, wenn ihr das Video bis hierher geschaut habt. Wenn ihr neu seid, könnt ihr gerne abonnieren. Und dann sage ich an dieser Stelle ciao und bis zur nächsten Folge.